Hallo, willkommen beim Golf mit Freude. Ich spiele gerade eine Runde auf dem schönen Littlesburger Platz und ich möchte eine Frage beantworten, die ein Schüler mir vor kurzem auf einer Golfreise gestellt hat. Ist eine Golfuhr, also das hier, eine gute Investition für einen Anfängergolfer? Nun, meine Antwort ist ein klares Ja. In diesem Video werde ich erklären, was meiner Meinung nach die Vorteile einer Golfuhr sind. Und ich werde dir als unerfahrener Golfer, als Anfängergolfer, Tipps geben, wie du diese Uhr am besten einsetzen kannst und wie du davon profitieren kannst. Die Vorteile einer Golfuhr für Anfänger. Du wirst lernen, wie weit du den Ball schlägst, wenn du ihn gut triffst. Das ist wertvolle Information. Natürlich möchte man nicht wissen, wie weit der Ball geflogen ist, wenn er getoppt ist. Du musst nicht mehr raten oder deine Flightpartner fragen, welchen Schläger du für eine bestimmte Distanz verwenden solltest. Das Wissen über Distanzen hilft dir enorm, auch als Anfängergolfer, Bunker und Penalty Areas zu vermeiden. Und du kannst natürlich sehen, ob du dadurch Fortschritte machst. Schlägst du den Ball weiter mit dem Eisen oder mit dem Driver? Und natürlich macht es Spaß, wenn du an deinen Ball kommst und du siehst, wie weit du mit dem Driver geschlagen hast. Damit du die Uhr richtig ausnutzen kannst, ist es notwendig, dass du erstmal auf der Driving Range dich richtig vorbereitest. Mit jedem Schläger in deiner Tasche solltest du Folgendes tun. Es ist wichtig, dass du ganz normale Schwünge verwendest, also so schwingen, wie du auf dem Platz schwingen würdest. Dann ist es deine Aufgabe, Bälle zu schlagen, bis du mit deinem Schwung und Treffen zufrieden warst. Irgendwann wirst du einen Ball gut treffen, es könnte auch der erste Ball sein. Schaue dann genau, wo dieser Ball zur Ruhe kommt und notiere das Ergebnis. Und dann wird die Tabelle an den Golftrolley oder an die Tasche geklebt. So, jetzt bist du auf dem Golfplatz. Hier liegt der Ball, da ist die Fahne, da ist das Grün. Welche Schläge sollte ich nehmen? So, ich habe 79 Meter zur Fahne. So, ich habe auf der Range 80 Meter mit meinem Sandwich gespielt. Das ist meine Entfernung. 80 Meter könnte bei dir ein Eisen 8 sein. Und ich werde jetzt einen ganz normalen Schlag machen. Das Schöne ist, ich brauche jetzt nicht mehr an die Länge zu denken. Die Länge wird kommen, wenn ich den gut treffe. Ich muss jetzt nur an die Richtung denken. Und das entspannt mich. Und so kann ich einen guten Schlag ausführen. Und dann landet der Ball auf dem Grün neben der Fahne. Du fragst jetzt vielleicht, welche Uhr sollte ich kaufen? Also ich kann dir sagen, im Internet gibt es so viele Golfuhren zu sehen. Wenn man einfach auf die Bewertung schaut, was die Leute darüber geschrieben haben, dann kann man sehr schnell sehen, welche Uhr gut sind. Ich habe auf Amazon geschaut und gesehen, dass es gute, solide Golf-GPS-Uhren ab 150 Euro gibt. Ich finde die mit App sehr gut, weil man nach der Runde sehen kann, was man die ganze Runde gemacht hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Falls du dieses Video mochtest, Daumen hoch und bis bald.